Nimmt das jetzt auf? Ja. Kannst du das sagen? Wir gucken nach unten. So. Und jetzt geht's aber los. Der Rabe Ralf. Dem niemand half. Still, still, du. Half sich allein am Rabenstein. Will, still, hu. Die Nebelfrau. Will, hu. Nimm's nicht genau. Still, du. Sie sagt, nimm's nicht so schlimm. Will, still, hu. Als ein Jahr Will, vergangen war, still, du, lag im Rot der Rabe tot. Will, still, du. Okay. Nee, lass uns gleich das nächste machen, weil das riecht jetzt alles so super. Gut. Stell dich nochmal hin. Also den Hund sieht man übrigens nicht. Okay, man spürt ihn nur. Ja, da guckst du mir, was wir hier komische Sachen machen. Welches Herz? Ja, die Beförderung, da stehen wir so. Bis hierhin da. Korf erhält vom Polizeibüro ein gearnischtes Formular. Wer er sei und wie und wo, welchen Orts er bis an heute war, ob ihm überhaupt erlaubt hier zu leben und zu welchem Zweck, wie viel Geld er hat und was er glaubt, umgekehrt, falls man ihn vom Fleck in Arrest verführen würde. Und darunter steht Borowski, Heck. Korf erwidert darauf kurz und rund. Einer hohen Direktion stellt sich laut persönlichem Befund untig angefertigte Person als nicht existent im Eigensinn bürgerlicher Konvention vor und aus und zeichnet wenn schon hin mit bedauernd nebigen Betreff Korf an die Bezirksbehörde in Staunend liest's der anbetroffene Chef. Jetzt gucken wir uns das auch mal an. Also nehmen, ich glaube, schon nochmal drauf.